Hallo meine Freunde, Folge 2 Tropico am Start. Ich habe mal hier auf Pause gemacht von der letzten Folge. Wir sind genau da stehen geblieben, wo wir waren. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Also habt ihr doch Bock auf mehr von diesen Folgen? Und ich würde sagen, wir stürzen uns mal direkt in das Geschehen rein. Mal gucken, was hier abgeht. Unser Land ist ungezähmt und wild, aber es ist unsere Heimat. Wir müssen alles in uns... Bauen Sie zwei Wachtürme. 0 von 2. Schön, dass da schon 2 stehen. Ich muss ja auch immer vorgreifen, ne? Kacke. So, bauen wir halt nochmal 2 Wachtürme. Militaria. Wache Türme. Wieso kann ich da kein unebenes Terrain? Ja. Zack. 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 So, können wir noch einen Hafen bauen? Hafen ist immer gut. Hafen gibt immer Kohle. Während seine Majestät die Rückständigkeit ihrer Insel erforschen die Technologie die Sichel. Habe ich doch schon. Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs. Kohle. Immer Kohle. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kann ich nicht noch eine Hafenanlage bauen, wollte ich gerade sagen. Zack. Und dann bauen wir noch eine Straße. Zack. Sehr geil. Dann können wir doch noch das eine oder andere Haus bauen. Haus, Haus, Haus. Luxusvilla am Strand. Okay, das geht nicht. Können wir jetzt hier reinpflanzen? Auch nicht. Schade. Können wir hier eine reinbauen? Nein. Da eine reinbauen. Oh, da. Und da? Da wieder nicht. Und da sitzen wir 19. Sehr geil. Sehr geil. Siehst du. Die Türmchen sind auch fertig. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Neue Schmuggel. Eine Katastrophe. Die Revolutionäre verlangen, dass sie den König aufgrund ihrer jüngsten Handlung... Ja, ja, probt mal den Aufstand. Probt den Aufstand. So, Militaria. Viva el Presidente! Richtig. Drauf. Oh, weg sind sie. Macht sie platt. Was ist denn da los? Viva el Presidente. Meine Hafenanlage entwickelt sich. Sehr geil. Dritte. Habe ich noch Manager über... Oh, guck mal. Ein Magnat. Einstellen. Kein Manager, ein Mentor. So, und der, ein Gewerkschaftler, sehr gut. Wir haben etwas ganz Besonderes erfunden. Volkszählung, Stadtentwicklung, das ist schön. Ich muss aber jetzt mal gucken, hier, was ist denn da los, Leute? Macht die doch mal platt da unten. Mann! Manager kein, Plantage Kaffee, grüner Daumen, einstellen. Und die Plantage Tabak kriegt auch den grünen Daumen, fertig. Der Aufstand ist vorbei. Tropico siegt. Sehr gut. Handelsroute. Handeln. Luxusgüter, Industriegüter, Bewegung, Agrar, Agrar, Agrar. Agrar. Aktive Handelsrouten. Okay. Bananen. Ich würde ja mal gerne... Wo sind denn hier Schwarzmarkt? Ah, Schwarzmarkt sind die hier. Guck mal. Schwarzmarktrouten. Planken. Oh, Planken ist schön. Schiff mit Planken. Schiff mit Planken. So. Dafür müssen wir dann aber auch nochmal hier so ein Moped bauen. Was wollt ihr? Seine Majestät hat zahlreiche Berichte über... Besitzen Sie 2 verbesserte Plantagen? Ich habe 2 verbesserte Plantagen. Aber...
Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen... Staatskassenzuschuss, immer Staatskassenzuschuss. So. Was haben wir hier? Haben wir hier auch noch verbesserte Plantage? Sehr gut. Das muss hier gedeihen. Bananenplantage einstellen. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen auf die Kohle gucken. Seine königliche Majestät würde gern mehr über ihre Insel erfahren, alter Freund. Senden Sie eine Expedition aus. Wie ging das nochmal? Erkunden 1000, genau. Und dann gehen wir mal... Hallöchen! Ah. Gehen wir mal dahin. Also viele Frachter bringen hier nicht die große Asche rein, die ich eigentlich haben wollte. Okay, der ist gut. Handel. Planken wäre fett, aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal Planken bauen können, ne? Plantage, Ölbohrturm, da, Sägewerk. Zack. Sägewerk, 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 Sägewerk. So. Können wir hier auch noch ein Haus hinballern? Können wir da noch ein Häuschen hinballern? Klar, siehst du. Lücke erkannt, Lücke gebannt. Das Obstprojekt seiner Majestät hat einen kleinen Rückschlag erlitten. Es scheint nicht zu wirken. Die Krone ist entschlossen, so viel Obst wie nötig einzusetzen, damit es funktioniert. Preise nicht verändern, Preise senken. Nein. Früchte exportieren. Okay. Es werden hier keine Preise gesenkt, glaube ich. Hacket. Ja, das sieht ja auch richtig kacke aus da hinten, ne? Kann ich hier nicht die Straße irgendwie anders bauen? Nee. Es geht tatsächlich nicht. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir an Kohle bringst, mein Freund. Die Anführer der Nation von Tropico unterzeichnen. Was hast du mir gebracht? So, Forschung. Bürokratie haben wir. Dann, ach, so weit sind wir noch gar nicht. Dann sind wir durch. Okay, 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 okay. Forschung, okay. Verordnung. Stadtentwicklung. Senkt die Kosten aller Wohngebäude 2 Jahre lang um 50. Baugenehmigung. Erhöht die Kosten aller Gebäude um 20%. Die Hälfte dieses Zuschlages wird bei der Gebäudefertigungsstellung auf die Schweizer erlassen. Volkszählung erlassen. Was hat denn bitte die Volkszählung gekostet? Muss ja richtig Asche gekostet haben. Der Handel für Ananas mit Schmuggler wurde abgeschlossen. Die Expedition hat etwas Wundervolles entdeckt. Ein drolliges Beuteltier mit riesigen Ohren. So, ist das richtig? Handel. Oh, ich habe noch ein Schiff über. Oh. Fleisch. Menge 25, Menge 15. Ruf im Land, Ruf im Ausland. Sehr gut. Jetzt kommt auch mal wieder ein bisschen Cash hoffentlich rein. Was macht Onkel Leuchtturm? Er leuchtet. Okay.
So, die Bibliothek hat keinen Manager. Okay, okay. Was haben wir hier? Einen kleinen Laden. Effizienz von Back. Ah! Jawohl! Einstellen! So, jetzt haben wir hier noch den kleinen, das kleine Sägewerk. Arbeitsqualität steigt. Die Farm. Ah, Weltklasse. Wenn das jetzt nichts bringt, ne? Ah, ein Viertel Früchte haben wir schon exportiert. Eine neue Farm Rinder muss ich noch bauen. Warum achte ich denn nicht darauf? Ach, Plantage. Farm. Rinder. So. Eine Rinderfarm. Zack. Dann bauen wir noch eine Rinderfarm. Rinderfarm. Sehr geil. Guck mal, da kommen sie alle mit ihren Schlittchen angefahren. Da mit ihren kleinen Hobeln. Oh, guck mal, wie die Mickey-Mäuse. Bang, 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 bang. Ja, schön. Schön fertig machen. Presidente, wir haben die Zeitung freigeschaltet. Ist es nicht schön? Dann können wir gleich die Zeitung... Oh, guck mal, jetzt kommen mal die Bötchen hier reingefahren. So muss das sein. So muss das sein. Die Kohle, bringt mir die Kohle. Viel Kohle ist das aber nicht, was die momentan bringt. Vielleicht sollten wir noch eine Fruchtplantage bauen. Ananas. Mais, Kaffee, Ananas. Komm, wir bauen Ananas. Zack. Ananas. Ananas. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Drei gebildete Bürger möchte ich gerne haben. Was haben wir hier? Wir, das Volk von Tropico, verlangen das Recht, Waffeln zu tragen. Waffeln. Moment, da stimmt was nicht. Das ist ein Druckfehler. Erlassen Sie die Verordnung zu den Waffen. Sie bleibt für uns für mindestens 2 Jahre aktiv. Belohnung, Unterstützung durch Revolutionäre. Wir brauchen Schusswaffen, viele Schusswaffen. Brauchen wir das? Okay. Verordnung zu den Waffen? Seine barmherzigste Majestät hatte ihren Nachruf. Okay. Zu den Waffen dann halt. So. Manager. Kein Manager. Hier können wir nochmal tierischen Dünger reinballern. Da hatte ich doch was, ne? Ja, genau. 3 Bürger kamen in Tropico an. Das ist schön. Großartige Neuigkeiten. Militär vor. Schön. Hütte. Da können wir doch bestimmt noch was reinbauen an Häuschen, oder? Landhaus? Wieso ist das? Ah. Da nicht. Da nicht. Zack. 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 Ah, herrlich. 3 Hütchen noch gebaut. So. Manager. Kein Manager. Plantage. Bestäubungsparzelle. Erhöht die Effizienz aller Ananasplantagen und Hydrokulturen in der Nähe um 25 Punkte. Okay. Kann nicht schlecht sein. Bitte tun. Was kann man denn noch bauen? Haben wir ein Transportbüro? Da, ne? Äh,
Arbeitsqualität 50, Ausbildung ungebildet, Budget plus ein beratender Manager, Effizienz 101. Okay, und das ist hier der Bauhof, ne? Baubüro, genau. Okay. Vielleicht sollten wir noch eine Baubude kaufen. Ermöglichen Transport von Ressourcen auf der Insel. Ich glaube, wir sollten noch eins bauen. Dahin. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Umso schneller können wir von A nach B transportieren. Slums-technisch haben wir es, glaube ich, im Griff. Ich sehe hier nirgendwo irgendwo eine Slum-Hütte. Das ist auch schön. Ich meine, zur Not kann man immer noch mal hier und da ein Häuschen bauen. Hier unten haben wir noch unheimlich viele freie Plätze, wo man mal ein Haus hinsetzen kann. Oh. Kamerad Gouverneur, je mehr ich in den Werken von Kamerad Marx lese, dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Kostenlose Technologie oder drei gebildete Bürger? Komm, was haben wir noch Kamerad hier? Kamerad Gouverneur, wir müssen die Menschen begeistern. Und der Ab... Ja, neuen Manager. Ja, wenn wir einen Manager noch hätten. Haben wir ja nicht. So. Wir werden unsere Insel verteidigen. Besitzen Sie 8 Wachtürme. Ja, ihr seid ja alle witzig. Der Handel für Kaffee mit Westindien wurde abgeschlossen. Das Thronjubiläum seiner Majestät rückt näher. Als Dank für ein teures Geschenk verlängert er womöglich... Ich will aber nicht zahlen. Und es gibt auch hier keine Zahlung. Westindien Kaffee wurde abgeschlossen. Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ja, was ist hier mit Westindien und Kaffee? Ich sehe hier keinen Kaffee. Ah, ja, ihr macht das schon. 4 Wachtürme, 5 Mille haben wir noch. Ich bräuchte mal langsam wieder einen Manager. Weil ich muss ja einen Manager einstellen. Früchte haben wir die Hälfte importiert, das ist auch gut. Kohle kommt jetzt wieder rein. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. 10 Scheine haben wir jetzt noch. 11. Der nächste Frachter kommt. Ja, wir müssen mal ein bisschen mit dem Geld aufpassen. Wir ballern hier immer genug Kohle raus, aber wir müssen auch gucken, dass die Kohle wieder reinkommt. Ah, 15. Nächstes Schiffchen kommt. 18. Sehr gut. Vielleicht sollte ich einfach mal doch die Steuern erhöhen. Das mache ich aber wahrscheinlich in der nächsten Folge. Es liegt nicht an Ihnen, Gouverneur, sondern an uns. Da Ihre Amtszeit zu Ende geht, steht unsere zusammen. Ich wollte gerade die Folge abmoderieren und da ist die Folge auch schon vorbei. Warum auch immer er mich rausgeschmissen hat. Er war wahrscheinlich mit mir nicht zufrieden, weil ich die 10.000 Euro nicht rausgerückt habe. Aber wir haben jetzt mal 2 Folgen gespielt. Ich finde es eigentlich ziemlich geil. Vielleicht machen wir mal eine längere Folge daraus. Schreibt es mir, wie gesagt, einfach in die Kommentare rein, ob ihr Bock darauf habt oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Könnt ihr mir das vorstellen, auch länger zu spielen. Ihr entscheidet das Ganze, ob es länger gespielt wird, ja oder nein. Haut mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben rein. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Positiv, negativ, Kritik kann ich immer gerne vertragen und würde ich auch gerne vertragen. Und abonniert diesen Kanal, um mich mal ein bisschen nach oben zu bringen. Und so helft ihr mir auch, so ein bisschen nach vorne zu kommen und mal vielleicht die 200 Abonnenten zu knacken. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Aktiviert die kostenlose Glocke, damit ihr auch immer wisst, was Neues auf dem Kanal kommt. Und ich sage jetzt lange genug Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald, euer Kai. Ciao, ihr Bengel. Tschüss, tschüss. We'll be right back.